Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder. Ja, heute gibt's die vier Engel zum vierten Adventssonntag. Ich wünsche euch als erstes mal einen wunderschönen vierten, ja, und letzten Adventssonntag vor Weihnachten. Wahnsinn, die Zeit vergeht so schnell. Es ist wirklich, ja, obwohl es so schwierig draußen ist, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ja, jetzt war es der erste Adventssonntag und es ist schon der vierte. Also, das geht alles so schnell. Und ihr werdet sagen, ja, vier, aber hier liegen ja fünf Karten. Aber wie ich so nach den Karten gesucht habe, also eben, ich habe mir Engelkarten rausgesucht, bin ich über meine Rauhnachtskarten gestoßen. Und dann habe ich mir gedacht, weil die ja bald anfangen, die machen wir am Schluss, habe ich da auch eine gezogen von den Rauhnachtskarten. Die fangen ja, die Rauhnächte fangen ja am 25. Dezember an. Und das ist ja schon bald, deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe euch da auch noch eine dazu dann, wer da Interesse hat für die Rauhnächte. Das soll so eine allgemeine sein. Jede Rauhnacht hat ja ihr Thema. Vor ein paar Jahren habe ich das auch mal gemacht. Für jede Rauhnacht habe ich so eine Legung gemacht. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich ziehe euch da mal eine als Thema sozusagen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Lasst euch bitte nicht runterziehen von dem, was draußen los ist. Und ich weiß, es ist schwer, ja. Also ich will es jetzt hier nicht manifestieren, dass es schwer ist, aber es ist so, man kann es ja nicht schön reden. Es werden aber auch wieder andere Zeiten kommen, bessere Zeiten. Es werden unsere Zeiten kommen. Bis dahin heißt es durchhalten, ja, Zähne zusammenbeißen. Und ich bin natürlich auch gerne für euch da, wenn ihr mich braucht. Ja, meldet euch gerne bei mir. Ich blende eh immer unten meine WhatsApp-Nummer ein oder auch meine Homepage ist überall vermerkt. Da könnt ihr euch gerne melden. Und da freue ich mich, wenn ich auch euch ja helfen kann. Und ja, ich habe eh vor, vielleicht biete ich auch noch eine kleine Kurzlegung an für das neue Jahr. Das kommt aber dann noch extra, dass ich das für die Leute, die vielleicht nicht ja, so viel Geld haben für große Jahresblätter und Rundumblicke und was da alles angeboten wird, habe ich mir überlegt, so eine kleine kurze Legung vielleicht. Schauen wir mal, ich muss mir das selber erst anschauen, auch wie es mit meiner Zeit ausgeht. Ja, und genau, dass ich nicht vergesse, auf Reversum bin ich ja auch erreichbar für euch, wer dort vielleicht Kunde ist. Oder Kunde werden will, ja, je nachdem. Also es ist unbezahlte Werbung. Ich mache hier keine Werbung für die Firma, aber ich bin halt auch dort. Deswegen möchte ich es gerne erwähnen. Da könnt ihr mich auch erreichen. Wahrscheinlich bin ich auch über die Weihnachtsfeiertage da. Es ist noch nicht ganz fix und sicher, aber zumindest, also für Privattermine, wie wär's und weiß ich noch nicht. Weil ich vielleicht auch meine Enkeltochter da habe zum Aufpassen zwischen Weihnachten und Dreikönigstag irgendwann mal ein paar Tage. Das ist aber noch nicht fix. Das kommt jetzt auch auf ihre Eltern an, wie die arbeiten müssen, ob die arbeiten müssen. Also ja. Aber meldet euch gerne. Ich kann dann eh immer zeitaktuell sagen, ja, wann ich Zeit habe, falls ihr eben ja gerne eine Beratung möchtet. Oder natürlich auch eure Engelkarten, ja. Engelkarten, Engelbotschaften mache ich natürlich auch. Ich mache auch Jenseitskontakte, also alles das, ja. Da bin ich gerne für euch da. Na gut, dann, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, es ist eigentlich ein völlig guter Sinn für euch. Und zwar habe ich da mitgebracht die Engel Licht Liebe Karten. Die werde ich jetzt als erstes mal umdrehen. Und wem haben wir da? Oh, das Selbstwertgefühl, ein ganz wichtiges Thema. Dieses Gefühl bestimmt, wie erfolgreich du in der Welt bist. In der Wahrheit bist du wunderbar. In Wahrheit bist du wunderbar. Ja, also, da geht es um Selbstwertgefühl und wie erfolgreich du bist in allen Lebensbereichen. Ja, wenn man kein Selbstwertgefühl hat oder ein geringes, ein zu geringes, dann ist man auch meistens nicht so erfolgreich, weil das strahlt man natürlich auch aus, egal ob es jetzt beruflich ist, in der Partnerschaft, wo auch immer, ja, finanziell. Wenn du halt dich nicht selbstsicher fühlst, dann wirst du auch das ausstrahlen und dann wird auch das von außen, ja, zurückkommen auf dich oder halt eben nicht in dem Sinn. Also der Engel des Selbstwertgefühls ist jetzt bei dir und wird dir helfen,
wird dir ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn du das brauchst. Schauen wir mal, das ist das Heilorakel der Engel. Was haben wir hier? Die Manifestation. Okay. Spannend, spannend. Vielleicht kannst du auch dein Selbstwertgefühl ein bisschen mehr manifestieren, wenn du es brauchst. Ja. Ich schaue mal gerade im Begleithefterl. Neue Möglichkeiten, Gelegenheiten und Fülle eröffnen sich dir. Mach dir bewusst, dass du all diese Geschenke in dem Moment erfahren kannst. Genau, also fühl dich nicht arm, fühl dich nicht, wie sagt man, im Mangel, sondern manifestiere, indem du dir ja, bewusst bist, dass alles da ist, dass alles um dich ist und natürlich auch dein Selbstwert. Ja? Denn ich weiß, es ist nicht leicht. Ja? Ich bin auch so ein Mensch, der da immer wieder Probleme hat dafür mit diesem, also mit dem Selbstwertgefühl. Ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Ich bin auch eher ein Mensch, der sich hinten anstellt und nicht hier schreit und hier bin ich. Ja? Ich kenne das zu gut, ne? Und das, ja, es wirkt sich halt auch aus im Außen. Ne? Also manifestiert euch auch Selbstwertgefühl, denkt an euch, auch gerade jetzt zu Weihnachten, wo viele dann wieder beschäftigt sind mit der ganzen Familie und die Kinder und ich weiß nicht, ja, und ihr selber könnt es vielleicht das gar nicht genießen oder eure Geschenke auch nicht genießen oder wie auch immer, wenn ihr natürlich Weihnachten feiert, ja. Wenn ihr Weihnachten nicht feiert, ist das aber trotzdem ein wichtiges Thema natürlich, ne? Ja, das Selbstwertgefühl und eben, dass du dir alles manifestieren kannst, was du möchtest. Schauen wir mal bei der nächsten Karte, das ist die Liebe der Engel. Was sagen die uns? Was sagt die? Die Begeisterung. Wow. Das passt doch so schön, finde ich, mit dem Rot, gerade jetzt zu Weihnachten, zu der Zeit. Weihnachten ist ja das Fest, wo sozusagen das Licht wieder geboren wird, ne? Und da haben wir auch das Licht der Begeisterung, ein ganz wichtiges Thema. Wie gesagt, auch eben, versuch dich wirklich über die Feiertage, über die Festtage auch ein wenig an deine Begeisterung zu erinnern. Ja, das geht oft wirklich unter, ja. Ich schaue gerade auch noch im Begleitbüchel, da steht, ein himmlisches Geschenk ist auf dem Weg zu dir. Heute ist der Tag, an dem Begeisterung und Glück in dein Leben einziehen können. Öffne dein Herz, werde wieder Kind und lasse die Energie der Begeisterung in dein Leben. Genau, also vielleicht kannst du dir auch mal kurz Zeit nehmen und ja, einen Film anschauen. Jetzt laufen ja viele Weihnachtsfilme oder eben mit deinen Kindern etwas spielen, was auch immer, ja, wenn die Spielzeug bekommen zu Weihnachten, ja. Ich weiß als Mutter, ich bin ja selber Mutter von mittlerweile zwei erwachsenen Kindern und einer Enkeltochter, die jetzt auch schon in die Schule geht. Man ist halt dann immer mit den Geschenken beschäftigt, von denen das alles aufzubauen und auszupacken und aufzubauen. Aber manchmal, vielleicht kannst du dich auch begeistern lassen und da mal mitspielen und selber wieder in deine eigene, ja, Kindheit einzutauchen. Dann schauen wir noch, was die Schutzengelkarte sagt. Und da haben wir, wow, die Ausdehnung. Ich muss da mal ein bisschen mit dem Licht, ich muss die Karte leider immer ein bisschen anders halten, weil ich hier nicht so viel Licht habe. Es ist eine gute Zeit für Expansion. Öffne dich dafür und sei dir meiner Hilfe bewusst. Wow, also, du kannst dich jetzt auch noch ausdehnen. Das passt super zur Manifestation. Ja, weil Ausdehnung ist ja auch immer Erweiterung, Fülle, ne? Also wenn du dich positiv ausdehnst, jetzt, dann ist es auch sozusagen ein Geschenk. Also es ist wirklich alles hier, was ich toll finde, rot, grün, ja. Grün ist ja die Farbe der Heilung und rot die Farbe der Begeisterung, des Feuers. Und ich finde, das passt wirklich wunderschön ja, zum Weihnachtsfest oder auch zu den Tagen jetzt, wo das Licht wieder geboren wird. Jetzt haben wir ja dann bald immer am, ich weiß nicht, wann es dieses Jahr ist, 21. Dezember meistens, 20., 21., 22. Haben wir ja die längste Nacht und den kürzesten Tag. Und ja, jetzt wird es dann wieder, jetzt wird es wieder heller. Ich freue mich immer auf diesen Tag, ja. Ich schaue jetzt gerade mal noch nach, dann kann ich es euch direkt sagen. Ich schaue mal gerade im Internet, wann es dieses Jahr ist. Die Wintersonnenwende. Genau, jetzt ist mir das Wort auch nicht eingefallen. Wintersonnenwende. Das haben wir dieses Jahr am,
Ja, 21. Direkt am 21. Dezember ist eben ja der kürzeste Tag und die längste Nacht und dann geht es wieder bergauf. Das ist, wie gesagt, für mich ist das auch immer so. Ich bin so ein, ich mag zwar nicht den heißen Sommer, wenn es so heiß ist, aber ich mag eben die hellen Tage, wenn es lang hell ist und ja, diese Nächte, wenn diese langen Nächte sind, das ist schon, ich kenne viele, die da wirklich Probleme haben damit. Ich hatte das früher auch, Gott sei Dank nicht mehr. Hilft doch ganz wunderbar eine Tageslichtlampe, ja, wenn das, es gibt schon ganz günstig im Internet zu kaufen. Ich habe die erste 2000 gekauft, glaube ich, 2000 war das, da war die noch wirklich teuer. Und das hilft aber wirklich wunderbar. Also wenn du auch merkst, dass dir die Dunkelheit irgendwie aufs Gemüt schlägt, ist das wirklich, ich darf natürlich keine Heilversprechen hier geben, aber ich kann es dir nur empfehlen. Ja. Aber wie gesagt, ne, ab 21., also ab 22., wir fangen es dann wieder langsam an, dass die Tage länger werden und die Nächte kürzer, können wir uns drauf freuen. Na gut, und ich habe euch ja noch versprochen, zum Abschluss gibt es noch eine Rauhnachtkarte. Die habe ich auch aus dem Rauhnacht-Deck gezogen. Das ist das hier. Ich verlinke eh alles unter dem Video, wie immer. Und schauen wir mal, was ich da gezogen habe für eine Karte. Oh, na, wie passend. Die Engel verbindet dich mit deinen Engeln. Also noch, das ist aber wirklich, ich habe es wirklich gezogen. Ich schwöre, ich habe es nicht rausgesucht aus dem Deck. Ihr könnt das jetzt lesen, den Text. Ich lese nur unten vor. Ich bin von himmlischen Kräften wunderbar geborgen. Wenn ihr noch den Text wollt, könnt ihr euch auf Stopp schalten und das lesen, damit es hier nicht so lange dauert. Also das ist ja wirklich toll, ja. Also das ist für mich so die Bestätigung und danke an die Engel, dass sie uns jetzt begleitet haben. Die vier Adventssonntage, sie begleiten euch natürlich immer, sind immer da, wenn ihr sie ruft. Aber das ist natürlich ein ganz toller Abschluss für diese vier also Adventssonntage mit den Engeln. Und ja. Dann wünsche ich euch schon jetzt mal eine wunderschöne Weihnachtszeit, noch eben soweit ihr das Weihnachtsfest feiert. Ansonsten auch schöne Feiertage. Ich werde wahrscheinlich eh noch eine Weihnachtslegung machen. Ich habe da schon was im Kopf. Wird wahrscheinlich dann eh bald hochgeladen, auch nach diesem Video, wenn ich es mache. Ich schau mal, ja, für Weihnachten. Und dann wird es wahrscheinlich fürs neue Jahr auch was geben. Und wie gesagt, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt stark. Bleibt in eurer Mitte und ich wünsche euch viel Kraft und Stärke. Alles Liebe. Tschüss. Baba.